Liebe Briefmarkenfreundinnen und Freunde, heisset mit einem Applaus herzlich willkommen der Timmermann. Jetzt kommt es schnell. Vielleicht noch ganz kurz der Timmermann, der mit bürgerlichem Namen übrigens völlig anders heisst und der rebellische Spross von einem Basler Süßwarenproduzent ist, hat uns ganz ein besonderes Leckerli mitgebracht heute Abend. Weil der Polo, Briefmarken und Post ist eigentlich eine völlig andere Geschichte. Und die erzählt er euch jetzt. Timmermann, bitteschön. Ja, liebe Leute von Stadt und Land, guten Abend miteinander. Es ist mir natürlich eine grossartige Ehre, von so einer russischen Gesellschaft dürfen eine Geschichte vorzutragen, in dieser feinfühligen, stillen und wahren Geschichte, wollte ich euch jetzt gerade etwas erzählen. Dabei geht es mir nicht um die grossen Töne, wie ich sie sonst gerne brauche. Vielmehr kommt die Erzählung aus dieser gemütlichen Zeit, wo die Post noch PTT heisst und wo der Philatelist noch der Briefmerkel war. Ein Brief an die Mutter Henny, die seit mehr als 70 Jahren an der Dorfstrasse 15 wohnt, ist nicht als unzustellbar herumgekommen, weil man im Vergessdorfstrasse 14 hat geschrieben. Und der brave Briefmarkensammler hat sich gefreut, wenn er die ersten paar gestempelten postfrischen Märkeli in seinem Einsteckalbum hat beieinander gehabt. Die Geschichte über mich gut Götti habe ich selber gemacht. Persönlich finde ich es ein Hammer. Aber eben, das ist Geschmackssache. Schaut selber, wie ihr damit zweckkommt. Ist noch eine Frage. Mein Onkel hat Pauli geheissen. Eigentlich Paul. Ursprünglich Paul Geiser. Weil der Paul Geiser jetzt aber von rechts wegen auch noch gerade mein Götti war und weil der Onkel Walter von Bern mit dem vielen Geld und der Sönnbim und Chevrolet Garage an der Erlachstrasse gerade hinter dem Restaurant Polio in der Längigen oben in der Familienhierarchie durch welchen ein Spürchen höher ist eingeschätzt worden, ist halt eben der Onkel Walter von Bern mein Onkel gewesen und der Onkel Paul mein Götti, eben der Götti Pöli. Der Onkel Walter war autoverrückt und der Götti Pöli hat es mit dem Velo gehabt. Aber die zwei haben sich gut verstanden. Beide waren brav Sozi gewesen, bis zu der Onkel Walter eben die florierende Garage können übernehmen und seine politische Haltung im Geschäftslief müssen revidieren und wie es Konventionen so will, führt er hin als strammen Aktionär und Grosskapitalist einen monetären Erfolg zugedient hat. Er ist in seiner Freizeit bei manchem Autorallye mitgefahren und er hat mitgeholfen, pompöse Sternfahrten zu organisieren. Und in der Sommerferien ist er regelmässig mit der Familie in dem schnattigen Chevrolet Deluxe 210 für zwei Wochen auf das Alassio runter. Nur ein Satz zur Erholung, wie er die Augen hat erzählt. Er war der, der mir erklärt hat, wie man gebig durch das Leben kommt, wo er dann einmal zu mir hat gesagt, Bub, du musst lernen, zwischen Daumen und Zeigefinger zu denken. Der Götti Pöli hingegen war da mit weniger zufrieden und er hat seine Gesinnung gehabt und er ist sich seinen Lebtag treu geblieben. Für mich ist der Götti Pöli ein grossartiger Bitzmensch und eine heldenhafte Sportkanone gewesen. Anders kann man dem nicht sagen. Er hat manchen Orientierungslauf bestritten, ist praktisch an allen Waffenläufen dabei gewesen und im 1959 ist er einer von diesen 22 Finisher gewesen, die der Bieler 100-Kilometer-Lauf absolviert hatte. Aber vor allem war er ein begnadeter Velofahrer gewesen, im Militär wie im Privaten. Er ist in einem Eintagesrennen gefahren, hat auch als Querspezialist gegolten und beim Radball war er zusammen mit seinem Partner Bimenhaar Schweizer Meister geworden. Der gute Götti Pöli hat nach der Schule eine Coiffeurlehre gemacht, aber er hat bei der Arbeit mit der Handtomtöse in der Menge Salon nie seine Berufung gefunden. Und wo du den PTT, einen Briefträger, gesucht hast, hat er sich gemeldet
und prompt hat er die begehrte Stelle bekommen. Und das war dann ein Schauen gewesen, der Götti Päuli in seiner blauen Pöstler Uniform mit den goldigen Knöpfen und dem rotbändelten Kragen mit den feinen weißen Porzellanzähnchen oberher gegen die Abnutzung. Und die elegante steife Dienstmütze mit dem stolzen goldigen PTT-Emblem und die riesige lederige Posttasche mit den 1000 Fächern innen vor und der erste schnaddige Postvelo mit der scharfen Vorderradstabbremse mit dem meckigen Herdgumminoppen und mit dem Rücktritt fürs Hinterrad. Und der schwere Rahmen, fabriziert von der Firma Wohlschläger Amok, war dann Druck gelötet. Und im oberen Winkel das PTT-Blechschild mit dem Schweizer Kreuz und der riesig stabil Gepäckträger hingen für. Heit der Fahne habe ich einen grossartigen Götti gehabt. Das ehrenhafte Amt vom Briefträger hat dann zumal als erstrebenswerten Beruf gelten. Der Pöstler und vornehmlich der Briefträger ist, wie der Landjäger, der Schulmeister, der Vikari oder der Militär, noch eine Respektperson gewesen. Und landauf und landab hat man sich gefreut, wenn der Briefträger mit seiner Post vor der Haustür ist gestanden und er zweimal geläutet hat. Ja, die jungen, gut gebauten PTT-Männer waren gerne gesehene Gäste. Sei es wegen der Briefe, der Päckchen, der AHV oder was auch immer. Und es hat es dir schon jemanden noch gegeben, dass es Mutti ins Dachstübli aufgerufen hat. Du Vreneli, ist der Briefträger schon gekommen? Worauf das Töchterli dann zurückgegeben. Nein, Mutti, aber er schnauft schon ganz heftig. Item. Item. Unter den vielen Postkunden, die der Götti Päuli bedient, war unter anderem auch ein älterer Herr, der dort in einem kleinen Taunerschwartel etwas ausserhalb dem Dorf bei den Flüchingen gehauset hat. Brönimal Alfred hat er geheissen. Er sei ein kleiner Neigeter, hat es im Dorf vorgeheissen. Aber er tut niemandem nichts und er rede mit niemandem. Er müsse allemal auch schon bessere Zeiten erlebt haben. Aber er muss gerne anständig gekleidet sein, gerade wie ein Monsieur. Eines Tages am Ende von seinem Kehr hat der Götti Päuli dem Brönnimann Alfred gerade wieder eins von einem stabilen Gouvern überbracht, wo der dann fragt. Dir! Herr Briefträger, wollt ihr nicht ein Kacheli Kaffee? Götti Päuli hat einmal den alten Herrn Brönnimann nicht mehr enttäuschen und schon bald einmal sind die beiden Männer an dem Stubentisch zu vor einem frischen Kaffee gekocht. Nehmt doch auch ein Krömli, Herr Briefträger. Das sind ja besonderbar feine. Meine Frau, die Mary, hat die seinerzeit noch gemacht. An Ostern sind es jetzt gerade 20 Jahre her, seit sie mich hat verlassen. Es hat sich darum die junge Reise an meiner Arbeit verstören und mit meiner Lebensart nicht mehr so recht mögen identifizieren. Und dazu ist ja noch gekommen, dass es an dieser lange Zeit hatte, nach seinem vormaligen Freund. Und nach den Eltern aus seinem ehemaligen Umfeld. So, dass es dann gemeint hat, es wäre mir entschieden, wir müssen uns scheiden. Dann könne ich auch so wieder zurück in seine alte Heimat. Wisst ihr, Herr Briefträger? Es ist darum Engländerin, eine ledige Schütteltown. Und die wissen, wie es Krömeli backen geht. Der Engländer hat Süßen im Blut. Seid so gut, und nehme ich Griffe zu. Zufrieden und in entspannter Atmosphäre haben die beiden ungleichen Männer ihren Kaffee getrunken und dazu von diesen feinen englischen Krömeli gegessen, wo Alfred Brönnimann zum Götti Päuli sagt: Herr Briefträger, ich wollte euch da schon lange etwas zeigen. Damit hat er hinter sich gelenkt und von der Kommode ein grosses schwarz-lederiges Buch genommen und dann hat er gesagt:
Wissen Sie, Herr Briefträger, das gute Mary hat darum allweg gemeint, ich tue etwas so Gattliches. Anders kann ich mir das im Nachhinein die bekümmerte Konstellation fast gar nicht erklären. Dabei hatte ich doch nichts anderes im Dussel, als meinen Kollegen etwas zu helfen. Ich habe ja dann zum Malen von meinem Vater Selig neben der Druckerei auch noch gerade ein paar gebige Batzen und eben da das ansehnliche Briefmarkenalbum können greifen. Mir ist dann halt auch gar eine häusliche gesehen. Hat dann am Feuer aber gerne ein gutes englisches Buch gelesen. Und ich habe derweil ein Mal mit meinen Kollegen vom Philatelisten-Club Egel Mösli unsere Erfahrungen austauscht. Und schon bald einmal hat sich dann konstatieren, wie unvollständig eine Menge von diesen Sammlungen daher ist gekommen. Ja, mit dem mögen besinnen, dass da noch irgendwo noch so ein paar gut erhaltene Fotos aus der britischen Librerie haben müssen rum sein. Und die habe ich ja gebig als Bildvorlage für meine Arbeiten können brauchen. Am Druckwerkzeug und an diesen paar Platten hat es ja auch nicht gefällt im Betrieb. Weil ich ein versierter Druckermeister und ein guter Graveur war und meine Beziehungen hatte, habe ich dann halt auch nicht wollen, der sein, der diesen Gielen nicht hilft. Und so habe ich dann halt den weniger betuchten Sammlerkollegen geholfen, ihre Alben aufzurüsten. Angefangen habe ich mit ein paar gebigen, super zahnenden Wandzettwerken aus dem Jahr 1891, ein Z-Grill mit einer extrem seltenen Prägung von Benjamin Franklin, 1706 bis 1790, wenn es mir recht ist. Ja, der Schriftsteller und Mitbegründer von der Vereinigten Staaten von Amerika. Das eine Wandzenterli hätte immer noch gerade locker an die 900.000 Schweizer Franken in die Clubkasse gespült. Dann habe ich mit hinter die gelbe Schweden Treskirling Bangkok gemacht. Und da ist der Blackpenny dran gekommen, der Basler Feldruck. Und für den Braten fett zu machen, auch noch gerade die beliebte britische Guyana. Ja, und halt sonst noch so ein paar von diesen gesuchten Raritäten. Aber als ich dann mehr als 500 von diesen blauen Mauritius rausgelassen habe, die mit einem handelswertigen Stückpreis von 1,3 Millionen Schweizer Franken dotiert sind, ist es dann nicht mehr gut gewesen. Und nach der Scheidung habe ich mir dann gesagt, es wäre ein Mensch gescheiter, jetzt ein kleines Haus weiter und hat mich für einen Moment still. Und jetzt eben, Herr Briefträger, das ist die eine, ich denke, so einen aufrichtigen oder rechtschaffenden, erfahrenen Mann, dass der sicher begreifen könnte, dass ich gescheiter nichts mehr in meinem Haus möchte haben, das mich an meine Vergangenheit erinnert. Und durch die Wilke habe ich beschlossen, euch auch noch mal ein Freudchen zu machen. Und so darf ich euch damit mein Briefmarkenalbum schenken. Und so ist du also, mein guter Götti Pöli, an diesem Tag zu einem der weltweit grossartigsten und wertvollsten Briefmarkenalben gekommen. Und er hat ab dato als einer der wohlhabendsten Bürger von seiner Gemeinde, wenn nicht vom ganzen Kanton, gegolten. Und damit hat der Onkel Walter mit seiner Autogarage um Länge hineingeschlagen. Und die Moral von der Geschichte... Logisch macht sich der ein oder andere Autor beim Schreiben von einer Story auch etwa einmal so seiner Gedanken. Das geht mir nicht anders. Mittlerweile habe ich spitz bekommen, dass die Altersweisheit nichts ist, wieder ein leidiges Gerücht. Hingegen beim Altersbonus gibt es noch etwas spatzig, um eine Überlegungsstrafe anzusprechen. Was Zeit in Anspruch nimmt, kostet Geld. Und dass durch die Wilke heutzutage die gewachsenen Unternehmungen ihre Strukturen müssen straffen müssen, um im täglichen Wirtschaftskampf mitzuhalten, mag ich mir einleuchten. SBB und BKB und BBC und PTT und wie sie alle heissen, kommen nicht darum, am Erfolgslieb umzuorganisieren, zu reagieren, zu kontrollieren, zu stabilisieren, zu produzieren, zu kommunizieren und zu regulieren, zum rentieren. Nur eben. Wie um alles in der Welt kommt die
hockt Frau Knägi vom vierten Stock rechtzeitig an die Haustüre runter, wenn der Böstler hat geläutet und dabei seine vorgeschriebenen 20 Sekunden Personenzeit muss einhalten, wenn es nicht einmal der austrainierte Werkstudent vom Hochparterre in dieser Zeit arbeitet. Aber eben, das sind ihre Randnotizen. Mein Gutbürt Götti Päuli hingegen hat noch in diesen luxuriösen Zeiten dürfen seinem Beruf nachgehen, wo der gutherzige Umgang halt noch gang und gäbe war und wo man noch gewusst, für wer das man arbeitet. Und er hat dann ja gemerkt, dass hin und wieder ein Schwätzli mit einem alten Mensch durchaus nicht vergeben muss sein. Und er hat gewusst, dass er seine Zeit nicht unnütz hat vertan. Yeah! Himmermann! Oh.